Weltweit ist es ja bekannt, dass die Mangelernährung ein sehr häufiges Problem in den Entwicklungsländern ist. Gilt das auch für die Industrieländer? Ja, Mangelernährung ist auch in den Industrieländern ein Problem. Internationale Studien zeigen, dass bis zu 50% der älteren Personen ein Risiko für eine Mangelernährung haben, je nachdem, in welchem Setting sie sich befinden und welche Definition verwendet wird. Was meinst du eigentlich mit Setting? Unter Setting versteht man die örtliche Umgebung der betroffenen Personen. Das heißt, ob sie sich im Pflegeheim befinden, ob sie zu Hause leben oder ob sie gerade einen Krankenhausaufenthalt antreten. Aber jetzt würde mich eigentlich interessieren, wo eigentlich die höchste Prävalenz ist, in welchem Setting? Wenn man die verschiedenen Settings miteinander vergleicht, findet man die höchste Prävalenz der Mangelernährung im Krankenhaus. Dort ist jede dritte Patientin etwa von einem Risiko für Mangelernährung betroffen. Wenn aufgrund von elektiven Operationen zum Beispiel, also geplanten Eingriffen, ein Krankenhausaufenthalt stattfinden muss, dann sinkt die Prävalenz wieder auf ungefähr 20%. Wenn man jetzt in die Pflegeheime geht, findet man ebenfalls eine Prävalenz von ungefähr 20%. Bei zu Hause lebenden älteren Menschen ist die Prävalenz noch niedriger mit ungefähr 5%. Diese hohen Zahlen verdeutlichen sehr gut die Problematik der Mangelernährung. Aber was heißt eigentlich überhaupt Mangelernährung? Ja, Mangelernährung wird definiert als ein Ernährungszustand, der aus einer unzureichenden Nahrungszufuhr resultiert und mit körperlichen Beeinträchtigungen und Gewichtsverlust einhergeht. Wenn eine unzureichende Nahrungszufuhr vorhanden ist, greift der Körper auf Reserven zurück. In erster Linie auf Fettreserven, aber auch auf Reserven der fettfreien Masse. Das ist dann zum Beispiel Muskulatur, Knochenmasse oder Organe. Daher ist es so, dass eine Mangelernährung zu einer beeinträchtigten Organfunktion führt. Es gibt aber bis heute keine einheitliche Definition der Mangelernährung, wobei Fachgesellschaften sehr darum bemüht sind, eine einheitliche Definition zu entwickeln. Und was sind eigentlich die Ursachen einer Mangelernährung? Es gibt sehr viele verschiedene Ursachen für eine Mangelernährung. Besonders hervorzuheben sind Erkrankungen, wo Mangelernährung zur Begleiterscheinung wird. Allen voran natürlich Tumorerkrankungen, aber auch Erkrankungen der Lunge wie COPD oder Lebererkrankungen wie Leberzirrhose oder auch Demenz. Aber wie hängen jetzt eigentlich Mangelernährung und Demenz zusammen? Ja, bei dementen Personen ist es häufig so, dass es zu einem gestörten Appetit kommt. Das heißt, sie essen weniger, vergessen häufig auch auf das Essen. Dann ist es auch so, dass sie ein gestörtes Essverhalten häufig an den Tag legen. Zum Beispiel wissen sie nicht mehr, was sie mit dem Besteck anfangen sollen, was sie mit Essen anfangen sollen. Sie kauen sehr oft lange an einem Stück herum, ohne es hinunterzuschlucken, oder sie spielen mit dem Essen. Ein zusätzliches Problem bei dementiell erkrankten Personen ist, dass sie häufig unruhig sind und häufig umherirren und umhergehen. Dies führt dazu, dass der Energiebedarf wieder steigt. Das sind ja wirklich eine Vielzahl von Faktoren, die hier berücksichtigt werden müssen. Gibt es noch weitere Ursachen? Ja, es gibt noch viele weitere Ursachen für eine Mangelernährung. Bei älteren Personen sind hier insbesondere Depressionen zu nennen oder auch die Polypharmazie, das heißt die Einnahme mehrerer Medikamente. Aber auch emotionale, psychische Erlebnisse, Ereignisse können Ursache sein, wie der Verlust eines Ehepartners oder auch ein Umzug ins Pflegeheim beispielsweise. Und dann gibt es noch andere Faktoren wie zum Beispiel Schluckstörungen, Kauprobleme, unpassende Prothesen, die ebenfalls zu einer unzureichenden Nahrungsaufnahme führen können. Wenn jetzt eine Person mangelernährt ist, mit welchen Auswirkungen ist eigentlich zu rechnen? Auf der einen Seite gibt es negative Folgen für die Betroffenen selbst. Dies ist zum Beispiel eine erhöhte Infektionsrate, eine erhöhte Komplikationsrate oder auch eine verzögerte Wundheilung, was wiederum das Risiko für einen Dekubitus erhöht. Dann gibt es viele funktionelle Folgen, wie zum Beispiel die Abnahme von Muskelmasse und Muskelkraft, also Sarkopenie, aber auch eine Verringerung der Mobilität und eine Erhöhung der Pflegeabhängigkeit. Auf der anderen Seite gibt es negative Folgen für das Gesundheitssystem. Hier sind vor allem die erhöhten Kosten zu nennen. Wir wissen aus internationalen Studien, dass mangelernährte Personen länger im Krankenhaus bleiben als nicht mangelernährte Personen, was natürlich die Kosten erhöht. Und mangelernährte Personen kommen doppelt so häufig ins Krankenhaus wie nicht mangelernährte Personen.